Willkommen zurück. Wir ergänzen unsere Betrachtung der GOB, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, um die GOBD. Auch das ist wieder ein Akronym. Schauen wir mal auf den Ursprung, und zwar hier auf der Seite des Bundesministeriums der Finanzen. Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Ich vermute mal, dass das D hier für Datenzugriff steht. Der Schlüsselbegriff ist elektronisch. Und vielleicht baut man sich eine Eselsbrücke, indem man sagt, dieses D steht für digital. Ja, obwohl das natürlich jetzt hier offensichtlich so nicht stimmt, aber damit man sich das merken kann, um was es geht also um Speicherung in elektronischer Form. Und wenn man sich das D als digital vorstellt, dann kann man sich die Brücke bauen. Man kann das komplette Dokument auch hier herunterladen. Ich werde in der Mindmap wie immer die strukturell wesentlichen Elemente herausarbeiten und vorab vielleicht die Frage, diese Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern und so weiter, kann doch nicht viel anders sein, als wir es schon im Paragraph 239 hier kennengelernt haben, Führen der Handelsbücher. Wir können nicht erwarten, dass diese GOBD im Schreiben des Finanzministeriums sehr viel anders sind als die Dinge, die wir aus dem Gesetz uns schon rausziehen können. Ja, wir haben es schon gesehen im Absatz 2 des 239, vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet. Das sind Prinzipien, die jetzt auch wieder vorkommen. Versuchen wir das mal in eine Ordnung zu bringen. Auch hier gilt wieder das Grundprinzip des Sachverständigen Dritten. Sachverständiger Dritter. Ein Dritter ist also kein Insider, keiner, der vielleicht auch die Buchungen alle selber gemacht hat, sondern zum Beispiel ein Betriebsprüfer vom Finanzamt, der muss innerhalb angemessener Zeit sehen können, was im Unternehmen los ist. Also auch dieses Prinzip kommt hier auch wieder vor. Und dann kommt natürlich auch hier wieder vor das Belegprinzip. Belegprinzip heißt keine Buchung ohne Beleg. Und letztlich, man kann es auch anders formulieren, geht es hier um Nachvollziehbarkeit. Wenn eine Buchung vorgenommen wird und man kann den Beleg vorweisen und das passt zueinander, dann ist die Buchung nachvollziehbar. Also man kann sich auch Nachvollziehbarkeit hier als Prinzip merken. Dann natürlich die Vollständigkeit, wie gerade noch mal im 239 HGB gesehen. Man muss alles erfassen, man darf nicht Dinge weglassen. Dann muss das Ganze passieren zeitgerecht. Auch das haben wir schon kurz angesprochen. Zeitgerecht bedeutet beim Kassekonto, dass man einen Tagesabgleich machen muss. Und ansonsten gilt hier die Regel von 10 Tagen. Ja, möglichst schnell sollte man den Geschäftsvorfall auch verbuchen. Und wenn man dann mal gefragt wird, wie viel Zeit hat man denn, dann ist 10 Tage eine gute Antwort. Es sei denn, es ist das Kassekonto, das muss wirklich tagesaktuell sein. Dann Ordnung. Ordnung. Ich habe in einem anderen Video schon über das Bierdeckelprinzip gesprochen, das offensichtlich hier nicht zulässig ist, ne, dass man alle Vorgänge auf Bierdeckeln erfasst und die in die Kiste schmeißt. Nein, es muss eine systematische Erfassung sein. Ordnung heißt systematische Erfassung.
Und das Bierdeckelprinzip in der Kiste ist zwar eine Erfassung, aber eben keine systematische Erfassung. Dann gilt, auch das kennen wir schon, das Prinzip der Unverfälschbarkeit. Ja, wichtig ist, dass wenn man irgendwo eine Aufzeichnung ändert, dass die ursprüngliche Aufzeichnung erkennbar sein muss und dass man auch erkennen muss, was ursprünglich war und was das Geänderte ist. Ja, das ist hier gemeint. Man soll die Buchführung nicht verfälschen können. Man darf zwar Fehler korrigieren, muss Fehler korrigieren, aber es soll eben keine Verfälschung sein. Und die Pflichten zur Aufbewahrung. Ja, da gilt, auch das ist nichts Neues, gilt das Prinzip der 10 Jahre. 10 Jahre muss man Dinge aufbewahren, Geschäftsbriefe muss man 6 Jahre aufbewahren, aber hier die relevanten Dinge, also die Belege, hier keine Buchung ohne Beleg, die Belege muss man 10 Jahre aufbewahren. So, eine noch wichtigere Frage als hier der Inhalt ist etwas, was man im Grunde als erstes betrachten müsste, was ich jetzt hier überschlagen habe. Für wen gilt das? Ja, für wen gilt das? Und da es eben für alle gilt, ja, Geltungsbereich, können wir sagen, für alle Unternehmer, egal ob das ein Friseur ist, ein Kosmetiksalon, eine Bäckerei, es gilt für alle Unternehmer, die elektronisch aufzeichnen. Ja, das ist also das, was man eigentlich vorweg hier hätte klären müssen, was ich hier aufgrund der Offensichtlichkeit nicht getan habe, denn wir erleben hier keine Überraschung. Jeder, der elektronisch aufzeichnet, muss diese GOBD beachten. Schauen wir, ob wir noch ein paar Details ergänzen müssen. Ich gucke mal eben hier in meine Unterlagen. Nachvollziehbarkeit, keine Buchung ohne Beleg. Vollständigkeit. Ja, auch das haben wir besprochen. Zeitgerechte Buchung. Möglichst direkt. Na, also nehmen wir das noch auf hier. Kasse, da brauchen wir den Tagesabgleich. Und ansonsten innerhalb von 10 Tagen. Ja, das ist so das Wesentliche, was man hier wissen muss. Unverfälschbarkeit, darüber haben wir gesprochen. Der ursprüngliche Inhalt muss feststellbar sein. Das finden wir auch im 239. Ne? Schauen wir doch mal noch mal kurz rein. 239 Absatz 3. Hier eine Buchung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Weise verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Auch solche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst später gemacht worden sind. Also man muss wirklich erkennen können, was war die ursprüngliche Aufzeichnung und was war dann die Korrektur. Und man muss die Korrektur als Korrektur auch erkennen können. Ja, manchmal setzt man dann, schreibt man korrigiert, schreibt das Datum daneben und macht dann noch so ein Handzeichen. Das ist so eine Möglichkeit. Ne? Aber das muss man natürlich dann wieder digitalisieren. Also, wir können hier verweisen auf den Paragraph 239 Absatz 3, speziell im HGB. Na, da ist es genau erklärt. So, das sind die wesentlichen Elemente. Vielleicht schreiben wir noch Ursprung oder Quelle dazu, wie ich es gerade gezeigt habe. Die Quelle ist also
hier dieses Schreiben vom Bundesfinanzministerium. Ja, Grundsätze zur Organisation, Führung und Aufbewahrung und so weiter. Bundesministerium der Finanzen, und hier kann man das Dokument herunterladen. Ein sogenanntes BMF-Schreiben. BMF-Schreiben. Okay, nehmen wir das noch auf. Das ist die Quelle. Das BMF, Bundesministerium der Finanzen, Schreiben. So, und dann haben wir den Geltungsbereich, gilt für alle Unternehmer. Hier wäre die Formulierung der Sachverständige Dritte innerhalb angemessener Zeit. Muss der einen Überblick bekommen über die Lage des Unternehmens. Das schreibe ich jetzt nicht nochmal hin. Na, das ist die Formulierung, die wir auch aus dem Gesetz kennen. Das steht im 238. Schauen wir da auch nochmal kurz ins Gesetz rein. Gehen wir einen zurück. 238 Absatz 1 ist verpflichtet, jeder Kaufmann muss Buchbücher führen, und zwar muss das Ganze so gemacht werden, dass es einem Sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit möglich ist, einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unternehmens zu bekommen. Ja, 238 Absatz 1, dann muss ich das nicht alles hier nochmal hinschreiben, Paragraph 238 Absatz 1 HGB. Und wenn man digital arbeitet, wie ich jetzt mit dieser Mindmap, kann man das hier natürlich auch mit dem Paragraphen, also hier mit dieser Seite hier verlinken. Ja. So, das sind die wesentlichen Dinge, die man wissen muss zu den GUBD. Und wir sehen, es ist keinerlei Überraschung hier dabei. Ja, wenn man also den 238 und den 239 bereits kennt, und das haben wir besprochen im Rahmen der GUB der Dokumentation, dann sind die GUBD keine Überraschung, sondern im Grunde tauchen die Prinzipien hier wieder auf. Alles andere wäre auch verwunderlich gewesen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.